Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir sind fleißig am Bauen und deswegen gucken wir, was wir als nächstes machen. Das Licht ist natürlich mal wieder schön, wunderschön auf dem Buch, weswegen ich am liebsten als nächstes das Rathaus zu Ende bauen würde, aber egal. 1285 verdienen wir. Ach, 1200, doch nicht 1400. Okay, wir verdienen auf jeden Fall erstmal genug. So, ich möchte aber noch ein bisschen mehr, bevor ich irgendwas Großartiges baue. Denn wir gucken mal. Was haben wir hier? Kirchenreparatur. Kirche. Die Schenke. Was ist das? Also das ist Rüstung. Ach, das ist die Schmiede, nicht die Schenke. Okay, ich kann es nicht lesen, Freunde. Ich kann es nicht lesen. So, jetzt aber. Gut. Provisorisches Rathaus. Wenn wir das Rathaus erweitern, was würde es mich kosten, Rathaus? Das ist hier doch die große Frage. Grundgebäude. 150. 20. Wir würden 130 weniger verdienen. Und hier wären es nochmal um einiges mehr. Eieieiei. Kirche bringt uns allgemeinen Dreck. Schmiede, Hufeisen für Stellung können wir. Okay, Schmiede sind wir komplett durch. Bäckerei, Honigkuchen. Haben wir noch irgendwas anderes mit Honig? Schießstand, Kämpfe, Karrenpferde, Honigwein, das sind 180. Und die Bienenstöcke kosten mich was? 60. Ja, ich würde sagen, wir sind im Geschäft. Es gibt viel zu tun. Oh, das ist schon ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Okay. Gucken wir direkt weiter, oder haben wir? Wir haben eine kleine Option, Mission. Okay. Nehmen wir das Geld und gehen los. Wisst ihr was? Ich gönne mir jetzt einfach die Zeit und schnapp mir ein bisschen Geld. So. 10.000. Meine Fresse. Willkommen, Heinrich. Ich spiele am PC. Wieso kann man das nicht einfach manuell eingeben, wie viel man haben möchte, ey? Naja. Egal. Wir haben hier einige Sachen zu erledigen. So. Meister Vogt. Ah, Bäckermeister. Was ist los? Die Leute sagen, Bäcker Silvester betrügt beim Gewicht. Unsinn. Ich wiege jeden Laib vor den Augen des Kunden, wenn er es wünscht. Das klingt vernünftig. Wo liegt das Problem, Marius? Nun, der Preis war ursprünglich für größere Laibe angesetzt. Stimmt, sie sind jetzt kleiner, wiegen aber genauso viel. Das kann ich nicht leugnen. Ich habe selbst überprüft. Was tust du denn in dein Brot? Was tust du denn in dein Brot? Blei? Nur Mehl aus dem bestellten Weizen. Allerdings wüsste ich gern, warum ich Weißbrot für Leute backe, die sonst mit Eicheln zufrieden sind. Wie wiegst du dein Brot? Wie wiegst du dein Brot? Mit meiner Waage, wie denn sonst? Warum beschuldigt man dich? Warum meinst du, beschuldigen sie dich? Solche Leute gibt's immer. Speien nur Galle. Mehr nicht. Okay. Ich habe entschieden. Größere Laibe, aber Schwarzbrot. Wir besorgen eine Waage aus der Stadt. Größere Laibe, aber Schwarzbrot. Du musst größere Laibe backen, aber sie müssen nicht aus gutem Weizenmehl sein. Pumpernickel reicht auch. Silvester? Du hast meine Erlaubnis, etwas Weizen außerhalb des Dorfes zu verkaufen und ihn durch Roggen oder Dinkel zu ersetzen. Oh. Oh, gut, das ginge. Hab Dank, Herr. Sehr weise. Okay, easy. Bauen wir Ja. weiter.
Heißt, jetzt habe ich Geld geholt und jetzt muss ich nicht mehr mit Geld handeln. Verflucht ist das, verflucht. So, gucken wir mal. Also, ja, die Sonne scheint mal wieder schön drauf, ne? Ich hasse es. Morgens und abends. Sehr seltsam. Ja, ich kann es nicht lesen. Kannst du klicken? Huch! Ach so, weil ich was gebaut habe. So. Gucken wir an, was wir als nächstes machen. Wie viel kriegen wir jetzt? 1435. Was bauen wir da als nächstes? Was haben wir da? Minus 5, minus 5. Das ist uncool. Ich hasse Minus. Minus Plus. Hufeisen für die Stellung. Gut, das Schmiede hatten wir ja durch. Trockenschuppen. Ja. Es gibt viel zu tun. Hallo? Dude? Kannst du aufhören? Mehr Geld! Etwas besser auf. Trocknen und Räuchern sind weit verbreitet und äußerst nützliche Methoden, um Nahrungsmittel länger haltbar zu machen. Lege dazu Fleisch, Obst oder andere Lebensmittel in die Trockenschuppen oder in die Räucherkammer und bereits nach kurzer Zeit ist der Vorgang abgeschlossen. Na gut, kann ich meine Sachen trocknen. Sehr elegant. So, okay. Weiter geht's. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Wir sind jetzt mit der Bäckerei fertig, ne? Bäckerei, Backwaren für die Schenke oder Lässe, ja. So, Fleischerei kriegen wir ja nicht hin. Nicht erfüllte Voraussetzungen. Aber inkompatibel mit Bäckerei, weil es wahrscheinlich da genau da platzieren würde. Egal. Stellungen sind wir auch durch. Wachhaus, Schießstand. Ja, komm. Es gibt viel zu tun. Du hast entschieden? Gut. Fangen wir an. Ich muss vorher noch hier hin. Ganz vergessen, hier nachzugucken. Leute, wartet auf mich. Ich weiß ja, wo es hingeht. Meister Vogt, so geht's nicht weiter. Du bist ja völlig aufgebracht. Gibt es ein Problem? Kann man so sagen. Es ist schon lange ruhig und wir haben es uns bequem gemacht. Aber der Feind schläft nie. Was meinst du damit? In den Wäldern gibt es noch Ungeziefer. Und zwar zweibeiniges. Die Kumanen tun so, als gehörten die Wälder ihnen. Die Garnison hat nur wenige Männer und die schlafen im Dienst ein. Da reicht es schon, wenn eine Bande Halsabschneider ihre hier versteckte Beute holen will. Dann sind wir erledigt. Du denkst, wir brauchen mehr Männer? Wo sollen die herkommen? Herr, wir können einige Holzfäller oder Bauern entbehren. Aber Kämpfer sind überlebenswichtig. Gib mir Männer und ich mache Kämpfer aus ihnen. Einige Holzfäller, einige Arbeiter, Holzfäller und Arbeiter. Soll ich das machen? Ja, weißt du was, hier nimm. Ja, du hast recht. Ich gebe dir ein paar Holzfäller und Arbeiter. Hab Dank, Herr. Eine weise Entscheidung. Nur hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Hallo. Hier werden wir bauen? In der Tat. Okay. Ich bin bereit. Ich hoffe, dass mit den Arbeitern zieht mir kein Geld ab. Ich meine, wenn es ein bisschen länger dauert und die Arbeiter quasi jetzt in der Schenke noch ein bisschen Geld ausgeben, warum nicht? Aber wenn die jetzt Geld, wenn ich jetzt dadurch Geld verliere, ist das echt kacke. Spiel gespeichert. Das finde ich gut. Gut, hier ist nichts Neues. Können wir direkt hochgehen und weiter gucken. Gucken, wie viel ich jetzt verdiene. Und was das jetzt für Vor- und Nachteile hat, dass ich die Arbeiter entbehrt habe und sie als Kämpfer eingestellt habe.
So, 1550. Hallo, Heinrich. Ich hasse diese Sonne, ne? Ich hoffe, sie stirbt. Und explodiert in der Supernova. So, okay, schauen wir mal. Angemessen bezahlter Lokator. Sauberer Bach. Unzufriedener Arbeiter minus 2. Das ist, weil ich kein Geld ausgegeben habe. Oh Mann. Wildererverbot minus 10, okay. Haben wir hier irgendwas Neues? Nein. Gehen wir weiter. Weiter. Alfred darf nicht mehr trinken. Finde ich gut, dass ich da 5 Münzen kriege. Wachhaus. Waffen aus der Schmiede. Ja, ich sehe jetzt nichts, was mir das irgendwie Vor- oder Nachteile gebracht hat. Verbesserung 2 und 1. Wir können auf jeden Fall noch Brauerei. Eine Brauerei. Alter, 300. Na gut, machen wir die Schenke zu Ende, ne? Ich habe mich entschieden. Buch und Lumia, zwei altbekannte Unruhestifter. Streitet ihr euch wieder? Worum geht's diesmal? Ruch ist eine miese, diebische Elster. Dieser Schwein ist ein verdammter Lügner. Hört auf, meine Zeit mit Beleidigungen zu verschwenden. Was ist passiert? Wie du weißt, Meister Vogt, habe ich eine Tochter und dieser Bast... Ruch hier hat einen Sohn. Und natürlich ist sein Sohn genauso ein geiler Bock wie sein alter Herr. Er hat mein Mädchen geschwängert und sie dann sitzen lassen. Was für ein Unsinn, du Lügenmaul. Wir sind eine rechtschaffene Familie, Herr. Aber seine Tochter... Ein Flittchen durch und durch, jawohl. Sie hat meinen Sohn verführt. Außerdem hat dieser Bastard meine Kuh gestohlen. So, das reicht jetzt. Einer nach dem anderen. Beruhigt euch. So, ich muss aber wie im Mittelalter denken. Ich darf das nicht vergessen. Okay, was hat es mit diesem Kuhdiebstahl auf sich? Was hat es mit der Kuh auf sich? Als sich sein nutzloser Sohn meiner Tochter gegenüber nicht anständig verhalten hat, versprach Ruch mir als Entschädigung für ihren Ehrverlust eine Kuh. Das ist wahr. Doch dann ist diese Dirne mit einem Barden durchgebrannt. Ist das etwa ehrenhaft? Und überhaupt, jeder könnte sie geschwängert haben. Sie ist also durchgebrannt, ja? Erzähl mir mehr über deine Tochter. Bildhübsch und ein gutes Mädchen, gleichwohl ein wenig unstet. Dieser Gockel hat ihr den Kopf verdreht und sie dann geschwängert. Aber heiraten will er sie nicht. Wer sonst wird sie nun mit dem Balg nehmen? Also einigten wir uns auf eine Entschädigung. So weit, so gut, aber du stimmst mir gewiss zu, Meister Vogt. Wo es keine Ehre zu verlieren gibt, gibt es auch nichts zu entschädigen. Ein Mädchen, das mit einem Wanderbaden durchbrennt. Was hätte sie tun sollen, wo sie sich doch hier nicht mehr zeigen kann? Dafür hast du gelöhnt. Erzähl mir von deinem Sohn. Erzähl mir von deinem Sohn. Nun... Er ist nicht der Hellste, aber er hat das Herz am rechten Fleck und arbeitet hart. Lumias Flittchen hat ihm den Kopf verdreht, sich schwängern lassen und ihm dann das Herz gebrochen. Ich selbst redete ihm die Heirat aus, denn lieber gebe ich diesem Bastard meine beste Kuh als meinen Sohn. Das reicht jetzt aber. Der Junge ist ein Dummkopf und ein Rohling. Und meine Tochter ist gewiss nicht freiwillig mit ihm gegangen. Ich wollte nichts mehr mit Lumia oder seiner Tochter zu tun haben, also stimmte ich der Entschädigung statt der Heirat zu. Just als das Geschäft abgeschlossen war, war das Flittchen weg. Ich will meine Kuh zurück. Du kriegst gar nichts. Geschäft ist Geschäft. Du bist schuld, dass meine einzige Tochter fort ist. Okay. Ich habe genug gehört, um ein Urteil zu fällen. Also, das Geschäft ist gültig. Lumi behält die Kuh. Das Mädchen ist durchgebrannt, also sollte Ruch seine Kuh zurückbekommen. Nein, das Geschäft ist gültig. Geschäft ist Geschäft. Was auch immer danach geschehen mag. Die Kuh gehört Lumia. Hab Dank, Herr. Du bist ohne Zweifel weise. Das soll gerecht sein? Ich bleibe keinen Augenblick länger in einem Dorf, in dem sich der Vogt der Gaunerei hingibt.
Du hast eine Brauerei errichtet und fortan kann der Wirt deiner Schenke ein regionales Bier ausschenken, das so stark und herb ist, dass es seinen Namen Pribislavitzer Eberbräu alle Ehre macht. Wann immer neues Bier gebraut wurde, findest du in der Truhe. Ah, ich krieg gratis Bier, cool. Okay. Wie viel Geld haben wir jetzt? 59.000, wir haben kein Geld verloren, weil wir mehr als genug verdienen. Das ist gut. Das ist richtig gut. So, wir möchten nämlich jetzt bereits das nächste Upgrade machen. Marius, dann komm mit, die Ärmel hoch. Anfangen können. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Perfektionist. Hab ich einen Erfolg bekommen? Vielleicht, weil ich so gut verdiene? Ja, nice. Was zur Hölle machst du? Ist allerdings jetzt wieder ein bisschen spät. So, wie sieht's aus mit meinem Geld? Immer schön nachchecken. Nein, sowas. Plus gemacht. Ich habe was gebaut und plus gemacht. Schön. So, 2000 verdienen wir. Haben wir noch irgendwas übrig? Schenke ist fertig, Brücke haben wir fertig. Zugochsen. Das hätte auch nochmal Geld gebracht, ne? Schade. Halt, ich glaube, das kriege ich mit dem Vieh. Wenn ich Vieh habe, kriege ich da nochmal 60. Okay. Waffenknechte, Arbeiter minus 10. Ach, scheiße. Ah, es hat mir Minus gegeben. Egal. Ist halt so. So, habe ich jetzt alles gebaut? Bin ich echt durch? Aber ganz ehrlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht die Fleischerei gemacht. Ah, plus 60. Ja gut, wir lassen es einfach. Wir müssen nicht alles machen. So, Hufeisen für Stallungen. Ja, dann würde ich sagen. Machen wir das Rathaus fertig, wa? Ich habe mich entschieden. So, damit ist das Rathaus auch fertig. Wir können hier einfach reingehen. Und da ist dann unsere Truhe. Mit immer noch dem Geld drin, glücklicherweise. Und wir verdienen 1920. So, dann bauen wir auf jeden Fall das ausgebaute Rathaus. Denn dann können wir da nochmal einen Kräutergarten und einen Alchemietisch reinbauen. Es gibt viel zu tun. Ja, super, unser Rathaus ist fertig. Das ist wirklich etwas, was mir gefällt jetzt. Und wir gehen hier hinten rein. Was haben wir hier denn? Damit ich hier schlafen kann, oder was? Okay, fehlt nur noch die Kirche, wa? Die Kirche. So, wie Zombie sagen würde, Kirche. Der kann nicht reden, der Typ. Sprachbehindert. Der arme Zombie. So. Okay, wie viel Geld hab ich? Achso, da steht sogar mein Geld, ne? Groschen, ja. 50.000 habe ich noch. 1.700 verdienen wir jetzt. Oder ich würde sagen,
Alchemietisch und Kräutergarten auf jeden Fall. Ich habe mich entschieden. Na so, endlich kann ich hier auch mein Zeug brauen, was ich nie machen werde. So, nun haben wir auch einen Alchemietisch und... Oh, hier ist sogar Licht. Nice. Okay, dann... Kirchenreparatur haben wir noch nicht. Brauchen wir auch nicht. Ressourcenvieh brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Wenn es nötig ist, werde ich es machen. Aber wir machen erstmal einen Kräutergarten. Ich habe mich entschieden. So, wir haben jetzt einen Kräutergarten. Den würde ich mir ehrlich gesagt ganz gerne vorher mal angucken, bevor wir jetzt weitermachen. Erstmal ist die Frage, wo der ist. Kräutergarten? Kräutergarten. Hier wächst ja. Ah! So, wir haben hier Johanniskraut, Disteln. Mehr haben wir hier echt nicht. Ja, immerhin ein Tollkirschen. Wir haben hier alles sozusagen. Nicht viel, aber von allem etwas. Wieso ist hier nichts? Hier könnte auch was wachsen. Naja. Gut, fehlt glaube ich nur noch die Kirche. Gut. Kirche, Kirchenreparatur. Haben wir alles. Na gut. Ich habe mich entschieden. Wunderschön? Hässlich? Naja, das schönste Bauwerk ist das jetzt nicht, aber naja. Immerhin. So, haben wir da noch irgendwas zu tun? Nein. So, das ist unsere Kirche jetzt. Repariert. Und wir gucken, was wir noch dazu bauen können. Wie teuer uns das Ganze zustande gekommen ist. 100 mehr. Ah, gut. Noch ist das alles im guten Bereich. Die Kirche. Ah, gut, machen wir Altar fertig. Marius, hemmle die Ärmel hoch. Wohlgewählt. Begleite mich. Wieso? Wieso steckt hier ein Pfeil drin? Ist da ein Sniper da oben? Hä? So, das dazu. Dann können wir eigentlich auch gleich... Was war das andere? Die Orgel oder so? Was auch immer so eine Kirche braucht. Man weiß es nicht. Lass mein Essen zufrieden. So, die Kirche braucht noch... Wo ist die Kirche? Da. Ein Fresken. Was auch immer ein Fresken ist. Ich habe mich entschieden. Renoviere die Kirche. Abgeschlossen. Die Fresken sind die Malereien. Wow. Braucht ja wirklich jeder. Ich finde immer noch, dass der Turm total hässlich ist. Heinrich,
Ja, ich glaube, damit sind wir fertig. Informiere Herrn Devish darüber, dass Pribislavitz neu besiedelt wurde. Cool. Wir können gerne nochmal gucken ins Büchlein, bevor wir die Quest abgeben. Vielleicht holen wir doch nochmal Viech. Aber erstmal fragen wir mal hier nach. Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Was würdest du denn sagen? Wir haben alle Herausforderungen gemeistert. Sehr gute Arbeit, Heinrich. Dann bin ich ja froh. Okay. Ich möchte etwas... Wir haben alle... Okay, wir haben alles gebaut. Wir haben alles verbessert. Wir haben einen Gewinn von 1600, was nicht schlecht ist. 31.000 ist noch drin, das hole ich auf jeden Fall gleich raus. Mehr werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Wir können Viech holen, aber wozu brauche ich Vieh? Oh, den Scheiß nicht. Meine Pferde werden da wohl wahrscheinlich nicht dabei sein. Schenke, Fleischbankett. Ja. Zugochsen. Na gut. Das war's. Und, wir können hier nochmal handeln, bevor wir weitergehen. Noch etwas bestimmen. Aber ansonsten, unser Dorf ist fertig. Das ist jetzt unser Dorf. Seid ihr stolz auf mich? Bitte sag ja. Gott zum Gruße. Wie geht es euch, Männer? Gut, Meister Vogt, gut. Aber wir möchten etwas von dir wissen. Was hast du mit dem ganzen Holz eigentlich vor? Stimmt, es stapelt sich. Es ist so, derzeit ist kein großes Bauvorhaben geplant. Heißt das, es gibt nichts mehr zu tun? Wovon sollen wir leben? Wir werden das Holz verkaufen. Seid unbesorgt, es gibt genug zu tun. Wir verkaufen das Holz. Und wir müssen den Wald weiter abholzen, um expandieren zu können. Redet mal mit dem Händler. Er wird sich um den Abtransport und Verkauf kümmern. Ihr habt dazu meine Erlaubnis. Hab Dank, Herr. So machen wir das. Aha, noch mehr Geld. Da muss ich doch gleich mal gucken, wie viel Geld ich jetzt verdiene. Ja. Ach stimmt, ich habe jetzt ein Haus. Das ist noch so ungewohnt. So. 1790, 100 mehr. Nice. Grundgebäude 50, Stein aus Teilenberg 0. Ah, stimmt, logisch, klar. Ja, wo ist jetzt das Holz hier hin? Holzverkauf 180. Ah, das ist gut, das ist gut. Kriegen wir mal in 20 plus. Ja, das dazu. Wir werden wahrscheinlich noch viele Entscheidungen treffen. Früher oder später. Wenn wir mal hier vorbeikommen zwischendurch. Und dann hoffe ich, dass wir mehr Geld verdienen können. Aber wir werden jetzt erstmal Pribislavitz verlassen. Wir sind durch damit. Mein Mausakku ist leer. Ich muss mal ganz kurz. So, und nun gehen wir zu Herrn Devish und sagen ihm Bescheid, dass wir fertig sind. Dafür müssen wir nach Teilenberg. Ich würde erstmal vorher gerne die Quest ausrüsten. Questlog, Vorräte. Soll ich noch Vieh? Ich organisiere einfach gleich nochmal Vieh. Oder auch nicht. Machen wir später, wenn wir in der Nähe sind. Weißt du, immer wenn wir in der Nähe sind, gehen wir mal hin, gucken mal, was das Beste ist. Sarasau, Letschko und Ratai. Wir werden da schon öfters vorbeikommen. So, dann machen wir auf jeden Fall bald unter Tage ein neues Zuhause. Auf nach Teilenberg. Wisst ihr was, ich sollte auf jeden Fall die Quest einfach aktiviert lassen, einfach nur... Damit ich Bescheid weiß, dass ich noch irgendwas möchte. Ja. Und da sie jetzt blau sind, kann ich sie unterscheiden von dem Grün. Perfekt. Ich habe das Geld nicht abgeholt. Oh, egal. Machen wir, wenn wir wieder mal da ankommen. Ich habe 10.000 dabei, das muss ja wohl reichen. Grüß.
Statte Priebus Lawitz einen Besuch ab. Herr Divisch, ich habe getan, wie du mir befohlen hast. Priebus Lawitz ist wieder mit Leben erfüllt und erzielt Gewinn. Die Kirche ist prachtvoll wie einst. Wirklich? Welch frohe Kunde. Das will ich mit meinen eigenen Augen sehen. Sehr wohl. Wir können gleich aufbrechen. Lebe wohl. Da, Errungenschaft freigeschaltet. Vogt. Oder Vogt. Dann kann ich ja jetzt doch das Geld noch abholen, weil wir jetzt sowieso da landen werden. Willkommen in Priebus Lawitz. So, so. Ich habe viel gehört. Doch jetzt, da ich es selbst sehe, wunderschön. Wir haben uns Mühe gegeben. Du hast es unterwegs gesehen. Das Dorf ist voller Leben. Der Handel blüht. Und die Bewohner sind sehr fleißig. Ich habe die neuen Gebäude schon gesehen. Ihr zwei habt großartige Arbeit geleistet. Meine Anerkennung und mein Dank sind euch gewiss. Hab Dank, Herr. Wie konnte das so schnell geschehen? Wir mussten den Wald roden und die alten Ruinen abreißen. Ich habe Baumaterial und Lebensmittel von Händlern in der Gegend beschafft. Dank ihnen konnten wir all das bauen, was du heute hier erblickst. Die Kirche ist zum Wahrzeichen des gesamten Dorfes geworden. Sie erfüllt mich besonders mit Stolz. Für wahr. Ihr habt alle Gründe, stolz zu sein. Ich danke euch. Ich kann nicht umhin zu sagen, dass ihr mich nicht enttäuscht habt. Im Gegenteil. Ihr habt meine Erwartungen übertroffen. Es war mir eine Ehre. Dem pflichte ich bei. Meister Marius, ich möchte, dass du hier im Dorf bleibst. Sobald sich die Lage in der Provinz beruhigt hat, können wir das Dorf wie geplant erweitern. Wie du wünschst, Herr. Was dich betrifft, Heinrich, so fließt der Profit des Dorfes wie versprochen weiterhin in dein Geldsäckel. Und du bleibst Vogt. Hab Dank, Herr. Ich danke dir, Heinrich. Nur wenige wären imstande gewesen, das zu leisten. Easy. Okay, holen wir unser Geld ab. So, können wir jetzt schon was Neues bauen? Ich möchte... Wir haben alle... Na gut. So, wir machen jetzt ordentlich Gewinn. Knapp 2000 pro Tag. Das heißt, ich werde steinreich nach einer Zeit und habe jetzt sowieso schon mehr als genug Geld. Ja. Ich würde sagen, an Geld wird es nicht mehr mangeln. Und... Dir auch ein Willkommen. Ich würde sagen, das war's für heute. Morgen sehen wir uns dann wieder bei normalen Quests. Und wir werden auf jeden Fall zuerst unsere alte Heimatstadt untersuchen. Und zwar Untertage. Und danach machen wir die Maskerade zu Ende. Haut rein, euer Zero. Tschüss.